Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal geht es um ein paar kleine Besonderheiten von Python, die euch vielleicht so nicht bekannt waren, aber die echt sehr, sehr praktisch sind. Und dazu möchte ich gerade mal anfangen mit was ziemlich Nützlichem. Sagen wir einfach mal, wir haben ein x gegeben, das zum Beispiel 42 ist. So, jetzt sagen wir, ist x denn vielleicht kleiner als 50. Und das sollte jedem einleuchten, x ist kleiner als 50. Was wir jetzt aber auch noch machen können, ist, wir können sagen, ist x denn auch größer als 30? Also das heißt, x zwischen 30 und 50. Und wenn wir das ausführen, dann kommt da tatsächlich true raus. Und das funktioniert hier wirklich, wenn wir hier sagen 45, dann funktioniert das so nicht mehr. Denn 45 ist logischerweise größer als 42. Aber das ist was, was die wenigsten Leute wissen und damit kann man sich echt viel Mühen ersparen. Man kann einfach hier tatsächlich mehrere Operatoren verbinden. Das heißt, ich kann aber auch sagen, ist 45 kleiner als 2 mal x und ist x kleiner als 45. Das heißt, und hier sollte vielleicht dann was Größeres hin, zum Beispiel 100. Das heißt, ist x kleiner als 45 und ist 2 mal x, also hier kann ich irgendwas reinschreiben, kleiner als 100 und gleichzeitig größer als 45. Also das funktioniert alles, kann man irgendwie miteinander kombinieren, so viele wie man möchte. Und man kann auch noch hier hinten hinschreiben, zum Beispiel gleich, sagen wir haben hier noch ein y, das ist gleich 100. Und dann sagen wir hier noch, ist gleich y, das funktioniert genauso. Das heißt, ich kann die irgendwie miteinander kombinieren und das ist echt ultra praktisch. Dachte ich, das darf ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Kommen wir zu Nummer 2. Also das wird jetzt so eine kleine Sammlung, weil als einzelne Videos würden andere vielleicht machen, aber ja, das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Videoverschwendung, wenn ihr da die ganze Zeit neue Videos gucken müsst und irgendwie aber trotzdem auf was Interessanteres wartet. Gut. Nummer 2 ist folgendes. Wir haben zum Beispiel folgendes. Wir wollen einen String haben, der sagt, ich bin, und dann geben wir hier hinten eine Variable an, Prozent, Klammer, Klammer, und dann sagen wir einfach mal zum Beispiel die Antwort auf alles. Also ich bin und dann kommt eine Variable. So, es passiert jetzt Folgendes. Wir müssen hier hinten dran noch angeben, was wir denn hier für eine Variablenart erwarten. I ist in dem Fall ein Integer, S ist ein String. Das sind die zwei, die man als meistes braucht. Deswegen würde ich mal sagen, wir beschränken uns hier auf den Integer, wollte ich eigentlich. So, und jetzt kommt hier hinten dran einfach Folgendes. Wir sagen, hier hinten dran, also direkt hinten dran hinter dem String, 1%. Und dann kommen diese geschweiften Klammern, wie wir sie von Dictionaries kennen. Und hier rein muss jetzt irgendwo in diesem Dictionary muss die Antwort definiert sein als Key. Achtung, als Key, nicht als Variable. Die Antwort. Antwort. So. Und zwar ist die Antwort logischerweise, wie könnte es anders sein, 42. Und hier kann auch noch irgendwas anderes sein. X ist dann von mir aus 5. Okay. Und hier darf kein Leerzeichen sein. Logischerweise, wissen wir ja alle. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann wird automatisch hier in die Antwort als Integer eine 42 eingesetzt. Das heißt, ich kann hier sozusagen meine Strings vernünftig formatieren, indem ich einfach die Antworten auslager in ein Dictionary und dann reinspeichere, direkt. Es funktioniert auch, wenn wir .format machen. Das heißt, wir sagen hier .format und dann sagen wir hier die Antwort gleich, was wollten wir, 42, wir wollten Integer haben. So. Wenn ich das jetzt ausführe, die Variante braucht allerdings hier vorne dann kein Prozent mehr.
da müssen wir das Prozent dann rauslöschen und hier ist der Typ dann auch egal, wenn wir dieses Punktformat benutzen. Das heißt, wir sagen hier einfach nur die Antwort in geschweiften Klammern, nicht mehr in Runden. Die Antwort Punkt Format und dann die Antwort gleich 42. So, wenn ich das jetzt hier hinschreibe oder ausführen lasse, dann kommt da tatsächlich 42 raus. Also wir halten fest, das eine mit Prozent und runden Klammern, das andere einfach nur mit geschweiften Klammern und mit Punkt Format. Gut, kommen wir zu Nummer 3. Und zwar kennen wir vielleicht Tupel mittlerweile. Also I und J ist ein Tupel. Und wenn ich jetzt tatsächlich meine Tupel generieren möchte und platzsparend generieren möchte, wohlgemerkt, zum Beispiel in eine Liste rein. Aber kann auch ein Generator sein. Also Generator mit runden Klammern, Liste mit eckigen Klammern. Und dann möchte ich sagen, okay, meine I's sind alle von for I in Range zum Beispiel 3. Also alle I's, die man bis 3 kriegt. Und meine J for J in Range zum Beispiel bis 4. Aber es kann hier auch zum Beispiel ein I stehen, ne? Also das geht auch. Aber ich möchte bis, ja, von mir aus bis 5. Dann haben wir hier eine automatisch generierte Liste aus I und J, die alle Tupel beinhalten hier. Ziemlich cool. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal, ja, wir wollen sie ausgeben vor x in, achso, ich sollte das vielleicht noch irgendwo drin speichern. List ist gleich vor x in List print x. So, lasst uns mal angucken, was da gerade passiert ist. Und wir sehen, wir haben 0, 0, 0, 1 und so weiter bis 0, 4, dann und so weiter bis 2, 4. Das heißt, wir haben jede mögliche Kombination von 0 bis 2 einschließlich für i und 0 bis 4 einschließlich für j. Das ist ziemlich cool, spart euch einen Haufen Code. Im Prinzip sind es hier aber schon zwei geschachtelte Vorschleifen. Man kann sie nur nicht als solche direkt definieren. Wenn wir das Ganze, wie gesagt, als Generator haben wollen, dann machen wir hier solche Klammern drumherum. Die sind quasi in dem Fall fast gleich. Allerdings brauchen wir hier Shadows Built in Name. Oh, okay, ja gut. Macht nichts. Also wenn wir das hier ausführen, dann funktioniert das alles schneller. Nur, dass wir hier nicht tatsächlich drauf zugreifen können, sondern wir verlieren sozusagen unser Wissen immer direkt wieder. Okay. Das war das Vorletzte. Jetzt kommt das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte. Und zwar nochmals, was euer ganzen Code kleiner und kompakter und schneller macht. Und zwar konditionierte, also bedingte Zuweisung. Und bedingte Zuweisung geht folgendermaßen. Man sagt einfach, ich will, dass eine Variable var gleich 42 ist. Aber ich möchte das nur, if, also wenn, y gleich, keine Ahnung, x ist. Dann brauchen wir aber noch ein x und ein y. X ist 2 und y ist 3. So, wenn die zwei gleich sind, dann ist unsere Variable 42. Aber ansonsten hätte ich gerne, dass meine Variable 2 ist. Oder dass meine Variable zum Beispiel x ist oder sowas. Und jetzt geben wir das mal aus, print var und lassen das mal laufen. Und jetzt sehen wir, unsere Variable ist 2, weil x nicht gleich y ist. Wenn wir jetzt aber hier zum Beispiel unser x auf 3 setzen, dann ist y 42 und wir haben es geschafft. Das heißt, wir haben bedingt unsere Variable geändert. So, ja, das war es jetzt von meiner Seite aus erstmal zum Thema Python, Grundlagenstoff oder auch nicht mehr Grundlagen, schon lange eigentlich nicht mehr Grundlagen. Und jetzt würde ich ganz gerne von euch wissen, wollt ihr lieber mit so Sachen wie Internet oder das OS-Paket oder DateTime weitermachen oder wollt ihr lieber GUI-Programmierung haben? Schreibt mir bitte in die Kommentare und ich werde mich dann an dem orientieren, was ihr geschrieben habt. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.